Just Alpha. The Sport Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy Alpha. So, welcome to the Sport Show vom 17. September. Heute an meiner Seite nicht der Stefan Eckli, aber dafür der Stefan Meyer. Ciao Steff, schön bist du da. Gabi. Grossartig. Ready for the Show sind wir. Wir haben heute ganz viele Themen zum Besprechen, zum Enden, das Desaster vom FC Basel. Natürlich auch das Comeback von der ZSC Lions und, passend zum Stefan Meyer, Qualifikation von der Beach Soccer Nazi für die WM 2015. Schön. Schön, gell? Das ist ein geiles Gefühl. Definitiv. Geil sind unsere Gäste, dürfen wir schlicht und einfach so sagen. Sie kommen heute in einer grossen Masse und darum schalten wir gerade Backstage in unseren Raum. Schau, da sind schon alle zusammen. Der Jürgen Seeberger, Trainer, ganz schön in Rot vom FC Winterthur. Patrick Begondo ebenfalls da. Elias Ambühl, schau da. Hallo Elias. Ja, immer am Essen. Alles gut, alles klar? Ist nicht zu viel, bitte. Genau. Und der Herr auf dem Stuhl, das ist der Florian Ratz, der Redakteur von der Tageswoche. Also, ihr seht schon, ganz viele Gäste, die wir hier bei uns begrüßen dürfen in der Sportshow. Und einer, der das leider verpasst, ist eben der Stefan Eckli. Er ist irgendwo, irgendwie, und schickt uns den Gruß. Ja, Oldi, du hast mir gebeten, einen Feriengruß zu schicken. Ich bin hier in Südfrankreich, hinter mir einen menschenleeren Strand. Ich wünsche dir und Stefan Meyer eine super Sendung. Gehört ein tolle Studiogäste. Viel Spass mit Ihnen, wenn es um König Fußball geht. Und Oldi, frag dich den Meyer noch, wenn es ein Mickeli ist. Bis nächste Woche. Ciao. Es war ein Mickeli. Ein Mickeli, ja. Das war jetzt lieb. Was ist ein Mickeli? Ja, das ist ein Insider, Gabriel. Weil, das ist eine Sache zwischen mir und dem Mäckli. Komm jetzt! Nein, es ist ja so, sorry. Also, du bist ein geiler Steff nächste Woche. Also, das Mäckli-Duo, ja. Steff und Steff. Wir gehen aber ins WWW. Da hat es nämlich ganz viele Sachen gegeben. Gestern das 1:5 von Basel gegen Real. Wahnsinn. Wie hast du das mitbekommen? Ja, also für den Sport war es grossartig. Für den Fußball, aber für Basel war es ein Debakel. Wirklich, ein Debakel definitiv. Wir wollten heute eine Headline suchen, aber alles, was man angeschaut und gelesen hat, hat im richtigen Herz, im Fußballerherz wehtan. Watson hat sich etwas Schönes überlegt. Sie haben sich gedanklich in den Kopf von Cristiano Ronaldo reingehackt und Sachen geschrieben, die er definitiv nicht gedacht hat während dem Spiel. Ich glaube, das gibt ein 0-0. Jawohl. Weitergegangen ist mit folgendem. Nein. Geile Schuhe, oder? Der Schär, aber wenigstens hat er das mal durchspielen. Finde ich auch schön. Weiter geht's mit dem hier. Ich glaube, ich komme nie am Safari vorbei. Steffi, wie viel Mal Nein, ist er vorbei gekommen? Also mindestens 23 Mal. Minimum. Und eigentlich hat er getroffen. Ja, und das hat er sich sicher auch nicht überlegt. Shit, mir fällt kein Trickli ein. Eingefallen ist ihm definitiv etwas bei seinem Goal, das er geschossen hat. Eins von diesen fünf. Also, da muss man eigentlich sagen, vergessen, abhaken. Vorne schauen. Einfach abhaken. Mhm. Und wir schauen hier vorne. Auf das Spiel im Schweizer Cup. Basel trifft ja hier auf der FC Winterthur. Aha. Darum auch Seeberger und Bengondo. Gestern im Hallenstadion hat es für ein riesen Comeback gegeben. Blick hat es genau richtig geschrieben. Nämlich so. Es war der Wahnsinn gewesen. Die Aufholjagd nach 0:4 Rückstand. Steff gegen Zug. Schlönt ZSC Lions Zug noch 6:4. Schön. Okay. Für was schlägt dein Herz? Schlägt dein Herz überhaupt für diesen Sport? Nein, gar nicht. Also dann ich jetzt mal zurück und sage wirklich jetzt mal, Gabriel. Ehrlich? Nein, ist Horror. Warum? Die spielen etwa 50 Matches, Gabriel. Genau. Und jetzt, was ist jetzt die dritte Runde, die vierte Runde? Irgend sowas, ja. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, am Schluss wird es interessant. Aber vorhin ist Bibi Fox. Es geht gar nicht. Schön an dem Ganzen ist, der Name bleibt gleich und auch die Einstellung bleibt gleich. Bei den Stefans ist die Eishockey-Liga so ziemlich egal, bis es um den Titel geht. Aber genau. Wir haben zwei eingefleischte ZSC-Fans gefunden, die gestern ein Wechselbad der Gefühle erlebt haben und das auf Twitter geteilt haben. Debbie und der Felix. Debbie ist fast vom Stühligkeit nach einem 0:3 Rückstand, hat ihren Augen nicht getraut. Der Felix hat sich dann gefreut, als er den Live-Ticker auf sport.ch mitverfolgt hat. 3 Goal in 7 Minuten, jetzt sind wir wieder da. Und Debbie hat nachher wieder Licht am Ende vom Tunnel gesehen, jetzt auf in den Endspurt. Und am Schluss hat der Felix nochmal das gesagt, wo alle ZSC-Lions-Fans denken, ist wert bekloppt. Nee. Grossartig. Also, ich finde, das ist eben schön an dem Hockeysport. Es geht mal so, mal so. Aber wir reden dann im Frühling drüber. Da kannst du mich wieder einladen. Ehrlich? Ja. Gut. Also, eingeladen worden ist ein anderer. Und zwar von der World Wrestling Entertainment, von dieser Kooperation, von dieser Company. Das ist Wrestling. Und wer ist es? Der Tim Wiese. Tim Wiese, ehemaliger Goalie von?
Ich weiss es. Sag. Hä? Ja? Darf ich sagen? Ja. Wirklich? Ja. Werder Bremen. Genau, also der Tim Wiese, er hat das Angebot bekommen, um Wrestling zu machen in der World Wrestling Entertainment. Und ich weiß nicht so recht, jetzt aufpumpen ist er sicher definitiv parat. Aber für die, die nicht wissen, was Wrestling ist, ist es so ein bisschen Mischung zwischen Fight Club und gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder? Alles gespielt, da kannst du auf nichts mehr gehen. Etwas, was du mitverfolgen würdest. Nein, oder? Hör auf. Gar nicht. Nein, das ist ein Gabaret-Rotstift. Das geht gar nicht. Nein, das ist nicht für mich. Für dich gibt es nur den richtigen Sport, oder? Nein, den richtigen, aber... Es gibt übrigens einen Schweizer in dieser Wrestling-WWE. Ohne Scheiß. Ohne Seich. Cesaro! Der Landvogt. Also etwas Peinlicheres gibt es fast nicht mehr. Aber er ist ein Schweizer und darum unterstützen wir dich also, wenn du mal daher willst kommen. Gut, das wäre es glaube ich vom WWW. Viel mehr hat es nicht hergegeben, aber es hat noch gelangt für 60 spannende Sekunden. Und da haben wir nämlich Belinda Bencic. Zum einen, das war nämlich heute in Tokio. Haben wir leider gerade das Bild nicht dazu. Belinda Bencic übrigens. Jetzt haben wir sie da. Ja. Genau. Im schönen Outfit. In Tokio hat es leider nicht gelangt, da ist sie schon ausgeschieden. Aber sie darf sich freuen, weil mit der Martina Hingis ist sie im Doppel noch im Einsatz und hier im Hello Kitty Outfit passend. Der Hitzfeld, der warnt Pep Guardiola, er soll seine Superstars nicht mehr auf der Bank versuchen. Und der Pep findet ganz locker, weisst was, die gehen nach dem Spiel sowieso noch mit mir eins trinken und anstoßen. Anstoßen darf auch der Carlos Bernegger auf die Aussage von Alex Frey. Er gibt ihm das Vertrauen, dem Trainer von Luzern, obwohl nach 8 Runden sein Club immer noch ohne Sieg dasteht. Ja, und einen Maulkorb gibt es für den Rosberg und den Hamilton. Die Mercedes-Fahrer die haben ja nach dem Rennen von Spa recht nach die Fetzen fliegen in den Social Media Networks. Und jetzt haben sie einen Maulkorb bekommen und können sich fokussieren auf Singapur, wo das nächste Rennen stattfindet. Sein Rennen ist heute Abend Jens Voigt. Als Geburtstagsgeschenk für den 43-Jährigen wollte er sich in Grenken selber machen. Er jagt einen Stundenweltrekord und ist also in diesen Minuten unterwegs. Von 7 bis 8. Jens, toi toi toi, vielleicht klappt es. Ich heiße Fabian Cancellara, freut sich nicht wirklich darüber. Aber ja, lassen wir so im Raum stehen. Ja, also ich würde es auch nicht machen. Eine Stunde lang Velofahren? Nein. Gut, ein Beachsoccer-Spiel geht ja viel weniger lang. Und somit sind wir beim Thema. Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2015 in Portugal. Auguri, die Schweiz ist dabei und qualifiziert. Endlich wieder einmal. Endlich. Ja. Du hast selber nicht mitmachen, leider. Du bist verletzt aktuell. Das muss man kurz thematisieren. Wann und wie kommst du wieder retour? Wann sehen wir dich wieder auf dem Sand? Spätestens nächstes Jahr. Also ich habe wirklich ein Schambeiß im Füßen. Die das nicht wissen, die dürfen jetzt wirklich 4 bis 5 Monate keinen Sport mehr machen. Aber es tut schon weh. Es tut schon weh beim Hören. Es ist auch weh. Wie hast du es? Weh nicht. Freude hat es gemacht am Wochenende. Wie hast du da die WM-Quali in Jesolo, Italien mitbekommen von deinen Kollegen? Ja, mega. Also, wir sind da eben im WhatsApp-Chat, bin immer dabei gewesen, wenn es Sitzung ist, wenn es Morgenessen ist. Und ich bin so stolz auf meine Jungs, dass sie das wirklich erreicht haben. Ich habe ihnen einfach immer wieder per WhatsApp schreiben und sagen, geben Vollgas, nehmen den Finger raus, den Meier, wollen wir schon an der WM spielen und so. Ja. Und sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht und zwar erfolgreich haben sie das Ganze gemacht. Sie sind jetzt endlich wieder dabei. 2013 ja nicht bei der WM, 2009 Vize-Weltmeister in Dubai und jetzt will man 2015 in Portugal wieder angreifen. Und wir, Stefan, haben uns so ein paar tragende Rollen rausgesucht. Zum einen dürfen wir natürlich den Spielertrainer, den Angelo Chirinzi, auf keinen Fall vergessen. Das ist er ist so wirklich, ja, darf man sagen, Godfather of Beach Soccer Switzerland? Nein, er ist Pionier. Der Angelo ist... hervorragender Mensch, er ist ein Schleifer. Und er ist an der Sintia-Linie nicht wegzudenken. Also unmöglich. Auch auf dem Feld nicht. Er ist noch wirklich... Ja, ist wie 16, 17. Er will das Maximum von uns rausholen. Und nein, also sonst wären wir gar nicht dort, wo wir jetzt wären, ohne ihn. Top. Keinen besseren Trainer könnte ich mir wünschen. Also, da wirklich Lorbeeren zu Recht für Angelo Chirinzi. Ich weiss ja auch immer, der Angelo ist aber gleich einer, der will alles. Der will die letzten Tropfen aus der Zitrone rauspressen. Darum freust du dich schon auf die Vorbereitung und die ganzen Trainings im Hinblick auf die WM? Ja, also das erste Mal muss ich wieder gesund werden, Gabriel. Mhm. Ich weiss, es ist momentan eine mentale Sache für mich. Aber ich weiss natürlich, im Januar bin ich wieder zurück. Und dann freue ich mich jetzt schon wieder auf das Mannschaftstraining in Basel. Und dann kann ich voll loslegen. Und Angelo ist so einer. Er ist ein Trimmer, er ist ein Macher. Und auf jetzt. Und alles andere spielt keine Rolle. Auf jetzt sind es auch die Worte für die beiden Youngsters. Unser Duo, Philipp Bohrer, Noel Ott. Wirklich zwei ganz junge, frische. Kann man sagen, sind die eben noch hungrig? Die bringen das Feuer in die Nazi zurück? Ja, natürlich. Also ich fahre jetzt mal mit dem Philipp an. Mhm.
abartige Technik, die er hat. Er ist also am Ball, macht was wirklich er will. Und Noel ist für mich halt eine spezielle Beziehung dort gewesen, er ist knapp vor 10 Jahren ist er bei mir im Camp gewesen. Das war 9 gewesen. Und jetzt mittlerweile ist er 20, spielt mit mir in der Nazi und macht so Kisten. Und dann ist das für mich natürlich Weltklasse, wenn ich so mit den Jungen zusammenarbeiten kann. Und nein, ich habe auch Freude. Ah, effektiv? Also Noel Ott als ganz kleiner Knopf bei den Kids Camps vom Stefan Meyer. Grossartig. Aus der Schmiede. Ja, bei Hurenstadt. Nein, wirklich. Ganz grosses Kino von Noel. Ja, und grosses Kino ist natürlich, auch wenn man da die Statistik mal anschaut. Ich meine, sie sind erst 2-3 Jahre in der Nationalmannschaft, haben schon 40 beim Noel, 91 Goal beim Philipp. Das sind richtige Knipser. Wenn man jetzt noch schaut, mit weiteren Stürmern, Dejan Stankovic, mit dir, wenn du zurückkommst. Also, ist die Schweizer Nationalmannschaft schon jemals so gut gewesen, wie jetzt aktueller Stand? Nein. Also wir sind bärenstark offensiv, da brennt es also wirklich mit dem Decki, mit dem Noel, mit dem Bohrer, Meier. Aber es muss auch die Mannschaftsstimmung, muss auch stimmen, Chemie. Es nützt nicht, wenn wir 17 Goal schiessen und 19 bekommen. Ist für fix. Aber ich glaube, wir sind noch nie so stark gewesen. Also auf nächstes Jahr könnt ihr euch warm anlegen. Und stark ist auch der Mann, der 2009 in Dubai den goldenen Schuh bekommen hat als bester Spieler der Weltmeisterschaft. Dejan Stankovic. Er ist ja dein Best Buddy. Was würdest du sagen? 2009 in Dubai wirklich ein riesen Turnier gespielt. Ist er dann auf dem Zenit von seiner Karriere, auf dem absoluten Höhe? Oder ist er das jetzt, 2014, Nein, 2015? Der Dejan ist ein Bomber, wie man im Bilderbuch steht. Er haut die Säcke rein. Er ist, eben wie gesagt, er ist ein toller Mensch für mich. Er ist für mich halt eben wie mein Bretter. Er ist mein Bruder, er ist mein Zimmerpartner. Wir gehen durch Höhen und Tiefen. Und ich bin immer stolz, mit ihm auf dieser Welt umeinander zu reisen, weil ich weiss, Dejan, seine linke Klebe, haut immer einen rein. Hoffen wir natürlich auch in Portugal, wenn es 2015 um den Weltmeistertitel geht. Wir haben da natürlich den Rekordweltmeister Brasilien. Wir haben Russland, der die WM-Quali gewonnen hat. Da hat die Schweiz ganz knapp 5-6 im Finale verloren. Genau. Wer ist jetzt, vielleicht abschließend, Steff, zum Thema Beachsoccer, dein Favorit? Wird es Brasilien, Russland, doch die Schweiz? Wie werden die Medaillen unter diesen drei Favorites verteilt? Also, das erste Mal muss ich ehrlich sagen, also die Russen haben jetzt genug viel gewonnen. Brasilien haben wir noch eine Rechnung offen. Aber wie gesagt, im WM-Finale 2009 haben wir gegen sie verloren in Dubai. Schweiz, Brasilien und die Russen werden einfach mal dritte. Die Russen gehen wir langsam auf die Eier. Die gewinnen einfach zu viel. Klare Worte von Stefan Meyer. Das lassen wir einfach mal zum Raum stehen, geniessen und sind in wenigen Augenblicken mit einer anderen Teamsportart-Weltmeisterschaft wieder zurück in der Sportshow. Hallo zusammen, ich bin der Florian Ratz, ich bin Sportredakteur bei der Tageswoche. Hallo zusammen, ich bin Patrick Bengondo, Stürmer bei FC Winterthur. Hallo zusammen, mein Name ist Jürgen Seeberger, ich bin Trainer vom FC Winterthur. Und wir sprechen jetzt gerade über die Göpp-Partie zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel in der Sportshow. Also ein flotter Gästendreier, den wir hier zum Thema Fußball, Champions League und Schweizer Cup dürfen begrüssen. Andere Weltmeisterschaft, andere Sportart, Basketball. Hast du mal gespielt? Kommst du ein bisschen raus mit dem Ball? Ja, ich weiss einfach, dass der Ball in den Korb muss, aber die Regeln... Ziemlich so. Ja, ziemlich einfach erklärt. Oder so wie jetzt runter muss ich das Eckige beim Fußball. Aber weißt du was? Titu? 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 Was Titu? Titu? Titu quoi? Sag mir's du. Ach! Hallo, für die quelque chose. Weltmeisterschaft. Champion du Monde ist les États-Unis. Und zwar Amerika. Die USA ist zum 5. Mal Weltmeister geworden. Jetzt würde man zuerst denken, was? Erst zum 5. Mal? Ja, die USA. Überraschend. Überraschend, gell? Aber es ist eben noch interessant. Die USA immer für die Olympischen Spiele. Bringen jetzt ihr Dream-Team. Und da haben sie jetzt auch schon 14 Mal Gold von 17 Olympischen Spielen. Also da rocken sie richtig. Wahnsinn. Aber jetzt haben sie Serbien geschlagen. In Spanien bei der WM 129 zu 92 war das. Also war das in Fall eine knappe Sache. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Es ist unglaublich, oder? Ich könnte auch das C- und D-Team bringen. Das ist Wahnsinn. Das schlägt gleich noch alles. Und wären noch Weltmeister. Eben. Ja? Die können es, die können es. Weißt du, wer es auch noch kann? Nein. Solche, die sich sagen, nein, nicht einfach normal in den Korb rein. Nein, über 13 Ecken, über 14 Bande und irgendwie irgendwo am Schluss in den Korb. Das ist unser Trickshot Top 5. Also, was haben wir denn da? Hier mal schön einen übers Dach rühren. Nein, hör doch auf. Das ist doch fake, Gabriel. Nein, das mache ich amigs die ja. Ja, ja, das ist klar. Übrigens ganz schön. Das verbindet zwei amerikanische Ursportarten. American Football und Basketball. Alles abblockt, Quarterback
Touchdown! Nein, das kann nicht sein. Ja, aber wie willst du das faken? Weiss ich doch, der Ball ist weg, das siehst du nicht, das kannst du zusammenstellen. Wir haben noch eins für Stefan parat gemacht in unserem Platz 3. Ja, hör doch. Schau jetzt. Nein. Und? Das kann nicht gehen. Hole in one. Das kann nicht gehen. Der wird das Handgelenk brechen. Aber ein Basketball, hallo. Schön finde ich übrigens die Sommervariante. Hier bekommt der Ausdruck Ballstaffette eine völlig neue Dimension. Der ist Weltklasse. Wenn der reingeht, ganz grosses Kino. Der geht rein und bei der Nummer 1, da hören wir jetzt mal ganz genau zu. I will not make you pay one more dollar for anything I want. Oh, also hast du gehört, wenn er den macht, macht er ihn, macht er ihn. Oh. Ah, nein! Nein! Hey, nein! Er muss seiner Frau nie mehr einen Stutz geben. Aber Entschuldigung, den Torjubel hier können wir noch lieben, bitte, Kollege. Am Jubel noch lieben, nein. Könnte man machen, oder? Das geht gar nicht. Hey, nein. Sich nicht. Ja, ja, nein! Nein! Zeig dir den Steckfinger! Uiuiui. Wobei, hey, du hast einen absoluten Freipass. Das muss man fester feiern, wie sie fallen. Hätte er so nicht wollen? Nein! Nicht? Nein. Also, dass er hinten noch einen Hand geht und dann kommt, das ist so. Hochachtig. Das sind die, die klappen. Da gibt es leider auch noch die, die in die Hose gehen. So wie der. I'm kidding. Oh nein. Oh nein. Das ist gemein. Just das kidding. Ist... Hä? Nein, das ist jetzt nicht fair. Das steht auf jeden Fall in keinem Erziehungsbuch, das man hat. Wir sind leider schon am Ende. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich glaube es gar nicht. Steff, danke vielmals, bist du da gewesen. Danke euch für die Einladung. Toi, toi, toi. Danke für WM 2015. Wir ich werde Daumen drücken und bei uns geht es gleich weiter, wie der Stefan sagen, mit König Fußball. Bis grad. The Sports Show presented by Samsung. Was mir wichtig ist, ein Team, das man stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. So, Ino, wie geht's? Herr Gott, einen guten Tier. Ja, 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 kleine Sendung. Aber wie sieht's aus mit der Statistikfeder der Wawrinka? Ja, wie soll ich mit denen händchen? Jetzt ist klar, hau mal in die Tasten. This is the Sports Show. This is Sportal HD. The Sports Show, presented by Samsung, every Wednesday at 7 p.m. on SportalHD.com. Pass auf bei Hautirritationen. Viele Männer kennen das Problem, tun aber nichts dagegen. Gegen Brennen und schädigende Umwelteinflüsse teste jetzt die neue Sensitive schützende Feuchtigkeitscreme mit 0% Alkohol und LSF 15. Nivea Men, es beginnt mit dir. Probiere auch die neuen Sensitive Protect Deodorants. 0% Alkohol, kein Brennen. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. The Sports Show, presented by Samsung.
Fußball ist Trumpf die nächste Viertelstunde und das mit einem Trio in Finale, wenn man so vielleicht hört. Patrick Bengondo, dann haben wir den Jürgen Seeberger und den Florian Ratz. Schön, sind ihr da. Hallo zusammen. Hoi. Patrick, wir fangen gerade mit dir an. Am Sonntag, grosses Spiel im Schweizer Cup. Wie parat bist du? Wie hast du dich speziell vorbereitet? Gibt es ein Ritual für einen Sonntag? Ja, speziell Vorbereitung gibt es nie. Wir machen wie Trainer machen immer gleiche Programme, verschiedene Übungen. Aber taktisch gibt es, ich kann nichts sagen. Ah, okay. Also, mehr, nicht, nein. Ja, weil der ganze FC Basel schaut zu, oder? Nach dem Spiel gestern schaut es nur. Ich darf nichts sagen. Genau. Aber wir sagen zum Jürgen Seeberger etwas, wo wir uns natürlich für heute ganz viele Gedanken gemacht haben. Sind wir auf unsere Lieblingsrubrik gekommen? Und zwar heisst die «Bei der Geburt getrennt». Ich würde gerne mal das kurz zeigen. Wir haben hier den Jürgen Seeberger und den Bryan Cranston alias Walter White von Breaking Bad. Also, ist das schon passiert, Jürgen, auf der Straße? Ja, in Zürich haben wir schon ein paar Leute angesprochen, in Luzern. Und wir haben im Ausland, in Israel, da haben mich ganz viele Leute angesprochen. Da wirklich? Ich habe die Serie noch nie gesehen, aber Nein. Ich bin dann erst draufgekommen aufgrund von der Leute. Und dann habe ich natürlich auch erkundigt, und jetzt in Winterthur, die Fans sind natürlich da auch aufgesprungen. Ja. Gibt es manchmal aber da Breaking Bad an der Seitenlinie von Winterthur? Ja, schon. Ich bin ein emotionaler Typ, ich fieber mit, ich bin immer mittendrin dabei. Ich mag auch manche Dinge nicht zurückhalten, weil ich denke, ich möchte mich einfach so ausleben, wie ich bin und mitleben den Match. Schön finde ich übrigens auch, wenn man da die Statistik ein bisschen anschaut, die Karriere anschaut von Jürgen Seeberger, dass man da doch zwei, drei Märchen erleben darf. Schaffhausen zum Beispiel, die hat man aufgeführt bis in die Super League. Bei Aachen in der zweiten Bundesliga ist man ganz knapp am Aufstieg gescheitert. Also, Jürgen, du hast schon sehr viele oder ein paar Club dürfen Vereinsmärchen bescheren. Was wäre das schönste Märchen mit Winterthur? Ja, wobei es ist einfach eine konstante Arbeit im Verein, mit der Mannschaft, mit dem Staff. Und dann kann man vielleicht irgendwann auch ernten. Aber so jetzt keine ganz grossen Ziele ausrufen würde ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt gerade mal 10 Wochen hinter mir. Und die Jungs ziehen gut mit und im Verein ist es wirklich super. Mir macht es mega Spaß, aber jetzt da zweit schauen, das ist und Märchen, wie gesagt, das lese ich meiner Tochter vor, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und beim Florian Ratz, ja, da sagen wir es gerade, wie es ist. Du bist heute am Nachmittag gelandet, kommst frisch von Spanien da zu uns im Studio von der Sportshow. Bist im Bernabeu gewesen. Gestern Abend hast du ungefähr etwa so 120 Tweets gemacht. Es ist ja schon ganz speziell. Nicht das Resultat, aber das Erlebnis in diesem Stadion. Ja, ich glaube, für die Basler Spieler war es dann auch relativ speziell, wo es dann relativ rassig so 1, 2, 3, 4 Goal gegeben hat. Und sonst ist ja in Spanien das Publikum nicht so feurig, wie man sich das vielleicht vorstellt bei uns. Also, gerade Real ist ein sehr, sehr kritisches Publikum. Haben ihre Goalie auch gestern die ganze Zeit auspfiffen, Iker Casillas, obwohl der mit ihnen ja alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, weil sie irgendwie nicht zufrieden sind mit seiner Statistik, wie er Schüsse abwehrt und so. Das ist ein riesen Kessel natürlich, also grandios. Schon, schon gell? Toll, ja. Und da muss man schon sagen, der Florian ist Redakteur für Tageswoche und du bist eigentlich dafür bezahlt, um ins Stadion zu gehen, ein paar Tweets zu schreiben. Ich finde schon, du hast einen extrem harten Job. Ja, also er ist nicht ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Also ich habe heute Morgen bis um 4 Uhr noch geschrieben, für online und so. Und dann fliegt man wieder zurück mit der Mannschaft, probiert auch noch ein paar Stimmen zu holen, nochmal etwas zusammenzuschreiben, muss ins Fernsehstudio. Ja, also, ja, ist ja gut. Schau, dann machen wir doch gerade fürs. Wir haben nämlich noch etwas gefunden. Eben, von diesen Tweets, ein paar haben wir rausgepickt. Und zwar in der 11. Minute hat er gesagt, wie es ist. Die Spiele vom FC Basel sind jetzt im Champions-League-Pokal so nah wie noch nie, weil eben der ist logischerweise beim amtierenden Meister bei Real. Oder mal so ein Spiel gegen Real, Patrick, das wäre eigentlich auch, wäre das so ein grösster Traum, der in Erfüllung würde gehen? Ein Spiel gegen eine spezielle Mannschaft, gegen die aktuelle Champions League? Ja, ist etwas sehr schön. Ah, das Mikro kannst du ein bisschen aufnehmen, genau, muss man kurz sagen. Ja, ist etwas sehr schön. Das ist am Ende jedes Fußballertraum von einem solchen Match. Dabei sein ist wo man muss sein. Mhm. Ja. Und wo man jetzt zur rechten Zeit muss sein. In der 37. Minute hat man gewusst, Basel ist definitiv nicht am richtigen Ort. Der Florian nämlich gesagt hat, jetzt gibt es an diesem Abend für den FC Basel nur noch eins. Augen zu und durch. Ja, Jürgen, was macht man nach 40 Minuten 0-4 hinten mit so einer Mannschaft? Was kann man noch machen an der Linie?
Ja, beten. Dass es nicht höher, dass es noch viel mehr gegen Goal fällt. Nein, es ist ja so, dass in der Halbzeit wirklich appellierst, dass man die zweite Halbzeit gewinnt. Ich meine, das ist ein Teilziel, wo man sich setzen kann. Und das hat er sicher auch so ähnlich angesprochen. Und das ist ja dann auch, glaube ich, 1-1 oder wie stand es in der Pause? 0-1. Oder 0-1, hat sie dann verloren. Also ist dann human noch gewesen. Also von dem her gesehen, ein kleines Etappenziel erreicht. Kille im Dorf. Und ja, Florian, du hast irgendwann, glaube ich, so in der 58. Minute sogar Zeit gehabt, dich auf das Äußere zu konzentrieren, und zwar von den Spielern. Du hast gesagt, der Benzemann und der Samuel, die sind recht ähnlich, aber nur frisurentechnisch. Also irgendwann hat das Spiel auch nicht mehr interessiert. Du hast gefunden, jetzt gar nicht nur auf das Äußere. Nein, also das Spiel hat mich schon noch interessiert, wobei man dann schon gemerkt hat, nach dem vierten Goal, dass Real da schon ein, zwei Gänge abgeschaltet hat. Und also das war auch noch nett gewesen, der FCB auch nicht unbedingt hat wollen, irgendwie jetzt aus dem Stadion schießen. Ja, ich finde 5-1 ist doch schon ziemlich weit Tür offen von wegen Gang, aber Gang mit Gott. Ja, aber also bei Real sind dann noch schon andere Mannschaften mit 5 Goalen heimgereist. Also ja, so vom Resultat her, es klingt jetzt blöd, aber kann der FCB eigentlich mit dem Spiel noch leben? Oder? Es ist jetzt nicht so, dass man in den Geschichtsbüchern schaut, oh, ist das jetzt der höchste Heimsieg von Real je? Oder ist das die höchste Auswärtsniederlage vom FCB? Nein, das war es nicht, aber in den 90. Minuten hast du es richtig zusammengefasst, weil irgendwann Real hat nicht müssen, Basel hat nicht können. Es ist so ein blaues Schmerzchen zwischen Kollegen geworden. Und jetzt heisst es ja der nächste Auftritt, 1. Oktober, dann die Heim vor heimischem Publikum gegen Liverpool. Florian, gerade die Frage an dich, was erwartest du von der FC Basel denn? Jetzt gegen Liverpool. Gegen Liverpool haben sie natürlich den Vorteil, dass sie sich selber sagen können, gegen englische Mannschaften haben wir jetzt wirklich immer gut ausgesehen. Auch wo sie gegen Chelsea raus sind in der Europa League. Gegen englische Mannschaften, das liegt ihnen irgendwie besser. Das Spiel, das vielleicht geradlinigere Spiel von englischen Mannschaften, wo man die Räume dichter machen kann. Und ich glaube, sie rechnen sich schon etwas aus. Also der Marco Streller hat gesagt, so in die Richtung, eigentlich zwischen Liverpool und uns geht es um den zweiten Platz. Oder? Also, sie werden jetzt nicht einfach Dritte werden und in der Europa League weitermachen. Jürgen, von objektiver Sicht, FC Basel, übersteht man in dieser Gruppe mit diesen drei Gegnern diese Phase, ja oder nein? Überwintert man in der Champions League? Ja klar, ich meine, das ist durchaus möglich, er hat es schon gesagt. Ich meine, sie haben gegen Liverpool sein, das hat man, ich mag mich erinnern, 3-0 geführt einmal nach 20 Minuten, da ging es glaube ich 3-3 aus. Aber das waren die letzten Jahre eben die Match gegen Tottenham, Chelsea, gegen Man United. Ich meine, das war ein überragendes Spiel und das ist ein überragender Vertreter vom Schweizer Fußball und die können es schaffen. Ja, dann drücken wir weiter in die Daumen. Und vom Internationalen wechseln wir jetzt zum nationalen Fußballgeschehen. Wenig Augenblick hier in der Sportshow. Marco, hast du deine Sachen fertig für die Sendung? Nein, Basel bin ich noch gar nicht gekommen und Winterthur muss ich erst noch vorbereiten. Ja, ich habe auch noch Beachsoccer, Basketball, Eishockey. Es ist sehr viel heute. Ja, extrem. Meinst du, er kann noch etwas machen? Ja, er muss etwas machen, ja. Elias, du siehst aus, als hättest du nicht so viel zu tun. Kannst du das noch erledigen? Ja, sehr, ja. Kann ich machen. Ja, nein, das ist ja Mist. Das wird mir eine rechte Freestyle-Sendung. Super AMOLED Display erweckt Inhalte zum Leben. Samsung Galaxy Tab S. Sehen und gesehen werden. Weiter? Ja, genau. Wir sind da hitzig am Diskutieren. Schon wieder von Bernabeu auf die Schütze nach Winterthur. Oder? Können wir jetzt gerade, es ist nämlich Schweizer Göpp. Unser Thema an diesem Wochenende, die zweite Runde, das 16. Finale. Und alle 9 Superliga-Vereine sind natürlich noch mit dabei. Warum 9? Ganz einfach, Vaduzen. Hat ja praktisch eigentlich einen Freipass, kann man schon sagen, oder? Ja, die spielen gegen Balzac sonst, oder? Irgendwie gegen Eschenmauer oder so, wir uns kurz 10 Minuten das Penalty-Schiessen gewinnen. Nein, lassen wir das. Auf jeden Fall haben wir eben die 9 Superleague-Vertreter im Schweizer Göpp an diesem Wochenende ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und das macht jetzt Matthias Germann mit seiner Einschätzung. Black Stars gegen den FCZ. Ich denke, da herrscht minim Sensationspotenzial. 2012 hat es die Begegnung bereits einmal gegeben. Damals 3-1 für den FCZ. Jetzt spielt man allerdings in der Schützenmatte. Das vielleicht eine kleine Chance für die Black Stars.
Buchs gegen IB, das sind 4 Ligen Unterschied. Ich gehe davon aus, dass das einfach zu viel ist für eine Sensation. Ein bisschen grössere Chance dürfte Lausanne haben gegen Thun. Berner Oberländer sind Dritte in der Superliga, also das ausgezeichnete Leistung, aber doch auch unkonstant, von dem her könnte dort etwas passieren. Chiasso gegen Aarau. Tessiner sind zwar defensiv relativ stark, offensiv aber völlig ungefährlich. Nur 4 Goal in 8 Spiele in dieser Challenge League-Saison. Ich gehe also davon aus, dass hier Aarau weiterkommt. Ein bisschen grösseres Sensationspotenzial sehe ich bei Biel gegen Sion. Die Seeländer haben in der Vergangenheit häufig bewiesen, dass sie ein Göpschreck sein können. Die Walliser dagegen, das ist einfach ein Wundertüte, da weiss man nie, was rauskommt. Schaffhausen gegen Luzern, dort stellt sich natürlich die Frage, ob der Carlos Bernecker, der Trainer von Luzern, eine Niederlage überleben würde. Der Druck ist riesig, von dem her könnte das ziemlich heiß werden. Noch heißer könnte es werden bei Le Mans gegen St. Gallen. Letztes Jahr war Le Mans in der ersten Liga und hat es geschafft, das grosse IB rauszurühren. Jetzt, als Challenge-Ligist, ist die Chance gar nicht schlecht gegen das kriselnde St. Gallen. Xamax gegen GC. Trotz dem 3:1 von GC gegen Basel zuletzt traue ich dem Ganzen noch nicht so. Und Neuenburger haben zuletzt 3 Siege in der Promotion League in Serie angelegt. Also das ist auch eine heisse Sache. Winterthur gegen Basel, das Team vom Trainer Jürgen Seeberger ist Zweiter in der Challenge League, hat tolle Offensivspieler. Der FC Basel dagegen muss den Wechsel vom Santiago Bernabeu von der Champions League zum Cup, also in die Schützenwiese, zuerst mal schaffen. Da ist das Sensationspotenzial doch ziemlich gross. Grosses Sensationspotenzial. Patrick, siehst du das auch so? Kann man am Sonntag im FC Basel... Ja, wie wird denn alles geben? In kleinen Schützen, wie wird denn alles geben? Zu Hause, wie viele wir holen, für uns ist klar. Wir gehen für, wir haben eine Ziel und ich hoffe, es kann klappen. Wirst du eigentlich spielen, Patrick? Also ist das klar? Oder willst du jetzt noch gerade beim Trainer gerade anmerken, ich stehe 90 Minuten auf dem Platz? Jetzt ist er gerade da. Wir können ihn fragen. Ja, auf 120 oder auch mit Penaltyschüssen. Also ich nehme es Penaltyschüsse auch. Aber ist es jetzt vielleicht nicht so, dass man, ja, einerseits erhofft man sich natürlich, dass man Basel jetzt im totalen Chaos verwünscht, dass Basel wirklich am Trauern ist, der Wechsel nicht so leicht wird schaffen, oder hat man Angst, dass Basel jetzt kommt wie die Feuerwehr, um sich eben wieder zu rehabilitieren, weil man kann so viele Niederlagen auch als Trainer nicht verkraften? Ja klar, ich hoffe, dass sie wir mit unserem Auftreten und auch mit den Fans im Rücken, weil ich bin froh, dass man in Winterthur spielen könnte. Das ist auch nicht selbstverständlich vom Verein aus, dass man jetzt mit der geringen Kapazität in der Schütze trotzdem auf unserem Platz spielen dürfen. Und für die Fans ist das auch klasse. Und dass wir mit all dem drumherum schaffen, Basler nervös zu machen. Und das ist mal ein Teilziel, das wir erreichen wollen. Jetzt, Florian, ist das ein realistisches Ziel von Winterthur oder wie schätzt du Basel eben nur ein paar Tage nach der 1:5 Klatsche ein? Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Winterthur das gleiche Problem hat mit dem FCB wie der FCB mit Real hat. Die sind auch, haben auch 2 Niederlagen in Serie gehabt. Der FCB hat jetzt auch 2 Niederlagen in Serie. Als FCB-Trainer willst du im Normalfall nicht 3-mal hintereinander verlieren. Also von dem her werden die schon ziemlich angespitzt wahrscheinlich auf der Schützenwiese antreten. Was aber natürlich ist, ist das tolle Stadion. Ich hoffe, ich weiß nicht, haben die ausverkauft? Ist es schon klar? Ja, es hat ja nur 5'000 Kapazität. Ja. Man hätte sicher 15'000 verkaufen können. Allein für Basel, ja, das wäre noch gewesen. Man hat ja eigentlich auch noch Erinnerungen, also gute Erinnerungen, Patrick, an Göpp 2012. Da ist man vorgestoßen bis in Halbfinale. Und dann ist man eben dann gescheitert an Basel. Gibt es jetzt eine grosse Göpp-Revanche von Winterthur? Ja, was ist vorbei, ist vorbei. Wir schauen vorne. Dann ist ein neues Match mit neuen Aktoren. Und ja, freue mich, dass wir spielen wieder zu Hause spielen. Die hoffen wahrscheinlich auf ein bisschen anderen Schiedsrichter, oder? Andere Schiedsrichter. Stimmt. Also ich glaube, ein, zwei Spieler bei Basel hätte gar nicht so fertig spielen, oder? Danke. Ich wollte nichts sagen, aber danke. Ja. Wir reden über alles in der Sportshow, oder? Nein, eben, also neue Auflage vielleicht vom Halbfinale gibt es da nicht. Aber was es gibt, ist ein top motivierter FC Winterthur. In der Challenge League sind sie auf dem 2. Platz hinter Wolle. Aber am Wochenende gegen Basel, da wollen sie Nummer 1 auf dem Platz. Und darum sind wir auch heute nach Winterthur gegangen und haben ein paar ganz spezielle Grüße eingefangen. David Moser, 25, Goalie. Marco Streller, am Sonntag wirst du mir kennenmachen. Denis Iapichino, 24, Linksaußenverteidiger. Derlis Gonzalez, bei mir mit deinen Dribblings und Schnitturen.
Gianluca D'Angelo, 23, defensiver Mittelfeldspieler. Luca Zuffi, gegen den nächsten Verein gibt es nichts zu holen. Tonan Čiček, 22, offensives Mittelfeldspieler. Am Sonntag werden tödlich Pass spielen. Und Bengondo, was machst du? Ja, Patrick, was machst du am Sonntag? Deine Kampfansage gegen den Goalie vom FCB. Aber, hey, Trainer, das ist, er hat mich gar nicht gesagt. Ja, aber das ist eine Show hier. Okay. Also, jetzt darfst du alles sagen. Patrick, deine Kampfansage direkt. Ja, ja, ich muss meine Rolle spielen. 4 Goal hat es diese Saison schon gegeben bis jetzt. Ja. Am Wochenende. Wie viel machst du? Komm, 1, 2, 3. Ich suche den Sieg. Nur Sieg interessiert mich. Ja, wenn ich kann helfen, für dass wir zum Ziel landen, dann super für mich. Okay, das Ziel werden Sie natürlich versuchen. Ja, ein Tor, aber das Ziel muss erreicht sein. Zu landen. Florian, vielleicht von dir noch. Wer ist in diesen Duell, die wir hier haben, wo ist eben für dich das grösste Überraschungspotenzial? Welche Superliga ist, könnte auf der Strecke bleiben und warum? Ja, ich würde jetzt schon auf die Schützenwiese tippen. Ah, wirklich? Ja, also Jürgen Seeberger, bei Schaffhausen gute Arbeit geleistet. Auch sonst, und auch, ich habe mal bei Schaffhausen ein Training von ihm geschaut, der kann seine Spieler schon heiß machen. Aha. Gegen den FCB war das damals. Also wir sind der Mai oder der Rasen diesmal oder lässt ihr ihn einfach zurück stehen? Also vielleicht gibt es ja den Breaking Bad für den FC Basel. Wer genau. Weiß, so hätten wir es wieder. Ja, das wäre es leider auch schon wieder gewesen. Patrick Bengondo, Jürgen Seeberger und Florian Natz. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Euch viel Glück. Und egal, ob Basel gewinnt oder verliert, auf deine Tweets freut man sich auf jeden Fall wieder. Okay. Dankeschön. Merci. Und natürlich alle zusammen, wenn ihr wollt, mit dabei sein im Schweizer Cup, gibt es bei uns auf sport.ch alle Cup-Spiele von der zweiten Runde vom 16. Final im Live-Ticket. Dabei sein, mitfiebern und dann natürlich auch jetzt dranbleiben. In der Sportshow, in wenigen Augenblicken, haben wir Elias Ambühl, den sympathischen Bündner. Wir wollen ein bisschen hinter die Fassade schauen und ihn besser kennenlernen. Bis gerade. The Sports Show, presented by Samsung. Was mir wichtig ist, ein Team, das mir stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht von einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. So, Ina, wie geht's? Ja, geht mir gut mit dir? Ja, kleine Sendung. Aber wie sieht's aus mit der Statistik Federer Wawrinka? Ja, wie soll ich mit denen händchen? Jetzt ist klar, hau mal in die Tasche. This is the Sports Show. This is Sportal HD. The Sports Show, presented by Samsung, every Wednesday at 7 p.m. on SportalHD.com. Ich sammle Momente, keine Likes. Ich bin Alpha, just Alpha. Pass auf bei Hautirritationen. Viele Männer kennen das Problem, tun aber nichts dagegen. Gegen Brennen und schädigende Umwelteinflüsse teste jetzt die neue Sensitive schützende Feuchtigkeitscreme mit 0% Alkohol und LSF 15. Nivea Men, es beginnt mit dir. Probiere auch die neuen Sensitive Protect Deodorants. 0% Alkohol, kein Brennen. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar.
Run and Run mit Essex Muscle Support. The Sport Show, presented by Samsung. Ja, willkommen zurück in der Sportshow. Der Elias Ambühl ist da. Schön, bist du da. Sag mal hoi. 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 Ich hoffe, wir hören. Wir haben, excuse, ein bisschen Tonproblem. Also zur Not hast du da ein Mikrofon. Ja. Irgendwie hören wir dich schon und sonst einfach ein bisschen Leute reden. Ich höre mich immer. Gell? Ein grosses Maul. Sowieso? Oh, dann wird das eine gute Viertelstunde. Nein, aus den Bündner Bergen, ein sympathischer, bodenständiger, erfolgreicher Bursch. Bist du das? Ich hoffe es. Sonst wäre meine Mama verrückt. nein, ja. Sicher, der Sport hat mich sehr gut geprägt und sehr bodenständig. Und gebe mein Bestes, ja. Mhm. Der Sport, du hast es angesprochen, schon der Vater ist im Skiweltcup an den Start gegangen, bei der Abfahrt. Also der Speed ist dir in die Wiege gelegt worden. Wer hat dich schlussendlich aber eigentlich auf den richtigen Weg für dich? Ja, das war sehr mein Bruder. Er hat mir quasi den Freestyle-Sport gezeigt, aber ja, wir sind alle Ski-Alpin gefahren. Und ja, aber nachher im Endeffekt hat mir der Bruder die richtige geleitet. Hast du immer schon das gemacht, was der andere gesagt hat? Also wenn der andere sagt, du mach das, dann hast du es einfach gemacht, ohne ja, zu überlegen? Ja, mehr oder weniger, ja. Ich bin immer der, der alles ausprobieren. Wenn ich in einem Stück zurückgekommen bin, dann ja. Ja, dann hat er gesagt, ja, dann ist alles gut, dann kannst du es auch probieren. Also, Elias, ich würde dich gleich bitten, wie so richtig, machen wir Singstar. Gleich noch bitte das Mikrofon. Schön. Ich hoffe, es klappt, gell? Und sonst ja, machen wir ja, einfach ja, mit der Gebärdensprache weiter. Genau, ja. Ja, also, hören tun wir dich auf alle Fälle. Für dich selber, mit 3-4 bist du auf die Ski gekommen. Wenn du jetzt die Karriere anschaust, die du gemacht hast in diesen Jahren, du bist beim Freestyle.ch immer sehr vorne und gut dabei. Du bist bei den X-Games, hast schon Bronzemedaillen gewinnen können. Es ist so die Frage, der Weg, wie dazu gekommen, warum die Faszination und wo der Fokus, wo die Ziele von dir? Ja, ich glaube, Wintersport hat mich einfach schon immer interessiert und ja, der Freestyle-Sport an sich ist halt ja, ein bisschen, quasi ein bisschen crazy Sport, also man muss ein bisschen abgedreht sein und ja, es ist einfach schön, wenn man durch die Luft fliegen kann und in einem Stück hoffentlich wieder auf den Füßen landen. Aber ja, so der Adrenalinkick, den man halt hat, wenn man einen neuen Sprung probiert oder ja, wenn man mal halt auch ans Limit geht vom Menschlichen und ja, das ist einfach auch ein gutes Gefühl. Das ist jetzt eben die Faszination vom Freeski. Und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf diesen Moment. Du hast uns nämlich ein kleines Video mitgebracht. Und ich finde es einfach schön, oder, dass ein Bündner muss ins Wallis kommen, weil ich bin ein Walliser, um sich richtig auszutoben. Ja. Also der Elias ist sehr maxi in einem Parkour im Wallis. Und du hast uns eben das Film mitgebracht, wo du das selber durchgefahren bist. Mhm. Jetzt wollen wir das gerne mal anschauen und in deinen Kopf hineingehen. Am Anfang der Sendung haben wir von Cristiano Ronaldo ein bisschen Brainwash gemacht. Jetzt mir gerne deine Gedanken und Kommentare zu dieser Fahrt. Ja, das ist einfach so Anfang Sommer. Man geht auf den Schnee, um wieder mal das Gefühl zu kriegen. Und ja, zum schauen, ob es noch geht. Und das ist mir einfach eine Spasssache. Also, da macht man auch nichts wirklich hart, wo man sich verletzen könnte oder so. Da geht es wirklich rein um den Spass. Aber ist das so, dass man in dem Fall wirklich, ich sage jetzt mal so zwei, drei Sekunden vor dem Obstacle, vor dem Hindernis, zuerst überlegt, was man macht, oder? Nein, man weiß schon, was man macht, bevor man losfährt. Aber ja, wenn es so einfach ein bisschen Training ist, dann tut man sich auch mal umentscheiden. Aber ja, eben da, das ist mir einfach so ein bisschen für den Fun, um sich wieder mal dran gewöhnen, Sommerskifahren und ja, bei schönem Wetter auf dem Schnee stehen. Es ist eben Free Skiing, es ist Free Mind. Man hat wirklich Zeit, eben, sich einfach mal gehen zu lassen und die Gedanken zu gehen. Du musst dir das nicht überlegen, es ist für dich wie schnaufen die Tricks. Also, über was überlegst du? Über irgendwie die Freundin, die hier am Bart ist? Über was du am Abend isst? Nein, ja, das ist schon so. Es ist halt einfach so ein bisschen ein Spassgefühl. Man fährt, man bleibt nicht über jeden Trick. Und ja, das ist so ein bisschen das,
das Gefühl, das einem glücklich macht. Aber ja, wenn es das ist jetzt mehr einfach so ein bisschen ein Railfahren gewesen, wenn es nachher auf Sprünge geht, wo man halt 20, 30 Meter weit springt und 10 Meter in der Luft ist, dann tut man schon mehr überlegen, was man macht. Sollte man wissen, was man genau will. Ja. Yeah. Wissen, was man will, auch in zwei Wochen. Freestyle.ch steht an und dazu passen unsere User-Umfrage am heutigen Tag, wo ihr schon den ganzen Tag auf sport.ch könnt abstimmen. Wir wollen wissen, denkt ihr, gewinnt Elias Ambühl den Contest beim Freeski, also Freeski-Contest beim Freestyle.ch. Du bist ja, hast schon den ersten Platz belegt, 2012, in der Crossover-Session, so wirklich overall. Warum das Jahr jetzt in Anführungszeichen nur beim Freeski? Ja, es ist, Freestyle.ch ist für mich halt einfach ein riesen Anlass und ja, wenn man dort kann, gewinnen kann, ist natürlich speziell. Ich werde es auch sicher wieder probieren. Wir werden natürlich in wenigen Augenblicken auf das zurückkommen. Zuerst wollen wir aber etwas probieren, Elias, und zwar dich ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das müsste aber bei einem gemütlichen, bodenständigen Bündner wie dir funktionieren. Wir haben nämlich schlicht und einfach drei Thesen aufgestellt und konfrontieren dich jetzt gerade mal mit der ersten. In Amerika ein Star, in der Schweiz bist du ein No-Name. Was sagst du dazu? Würde ich jetzt nicht das so ausdrücken. Aber es ist schon so, in Amerika ist die Wahrnehmung von dir total anders. Der Sport ist halt ein bisschen grösser in Amerika als in der Schweiz, aber er macht brutal schnell Fortschritte da und, und die Leute können sich auch interessieren für den Sport. Und ja, also klar, vielleicht der Name ist ein bisschen grösser in Amerika, aber ich bin fleissig daran am Arbeiten, dass es da bei uns auch klappt. Auf jeden Fall. Was wäre jetzt für dich, Elias, so die grösste Wertschätzung, die die Schweizer Sportszene dir, Elias, könnte geben, damit du wirklich weißt, okay, ich bin angekommen, man schätzt das, was ich mache. Was wäre das grösste für dich? Ja, dass mich einfach die Leute respektieren mit dem Sport, den ich mache, ohne dass ich irgendwie mich verstellen müsste oder so. Und ja, dass die Leute Freude haben, wenn sie mir zuschauen beim Skifahren, und dann bin ich eigentlich zufrieden. Dann wäre mein Ziel erreicht. Kleine Prognose, Elias Ambühl vielleicht irgendwann einmal Schweizer Sportler des Jahres vor Federer? Sehr klein, gleich null. Aber Freude wäre 100%. Freude hätte ich sicher, aber ja, es wird und bleibt vermutlich immer eine Randsportart. Mhm. Aber ja. Trotzdem, sind wir ehrlich, Elias, eine Randsportart, wo man doch recht gut Geld verdienen kann. Hm? Ja. Wie viel verdienst du? Ich kann meine Milch und mein Cornflakes zahlen. Mehr brauche ich nicht. Also, es gibt vergoldete Cornflakes für den Elias. Also, zweite These. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ein Leben in Saus und Braus. Man muss ja sagen, die Dame, die man da sieht, ist nicht deine Freundin Sarah, gell? Nein. Würdest du duschen? Nein, ich bin eher der blonde Typ. Grossartig. Nein, wie ist das? Natürlich, wenn man in Amerika eben im Mittelpunkt steht, wenn man an diesen Contests ist, da gibt es sehr viele Zuschauer, Zuschauerinnen. Groupies? Ja, der Sport hat relativ viele Groupies. Vor allem an den Anlässen so Skandinavien und so. Sehr blond. Ja, aber ja, das, ich sehe das einfach so, das sind Fans und die finden es cool, was wir machen. Und ob jetzt die eine oder andere halt ein bisschen hübscher ist oder ein bisschen mehr Fan. Aber ja. Du freust dich, heute zur Sarah zu kommen. Muss ich ja sagen. Genau. Lieber Gruß an dieser Stelle. Also, ich kann versprechen, Sarah, hier absolut keine Groupies rund um die Sportshow. Aber 4 Jahre sind wir zusammen. Ist da trotzdem so ein bisschen Grenzen definiert? Eine grosse Toleranz von ihr? Wie ist da Chemie? Ja, das ist natürlich immer etwas mega Spezielles. Man hat einen Partner, der das mitmachen muss, dass man viel weg ist, dass ich irgendwie nur 4-5 Monate im Jahr daheim bin und halt all die Anlässe und man steht relativ viel im Mittelpunkt und so. Und ja, sie macht es wirklich mega gut. Also, das ist nicht einfach, so eine Person zu finden, wo das mitmacht. Und ja, bin froh, dass jemand es gefunden hat. Mhm. Und ich glaube, meiste Angst müsste man sich wenn überhaupt machen, dass du irgendwann mit einem schnellen Auto abdüsest. Das ist eine andere Leidenschaft von dir, die du hast. Hat sich das ein bisschen gebremst oder ist das für dich immer noch Speed overall? Da sieht man eins, zwei Schmuckstücke von dir. Ja, Autos sind immer meine Leidenschaft gewesen oder auch immer noch.
Ja, also, Motoren interessieren mich einfach und schnelle Autos, das ist etwas mega männliches und ja. mega männlich, ja. Ja, und es ist nicht so, dass ich also die Autos je aus einem Statussymbol oder so gekauft habe, es ist einfach, weil ich mich für das Auto interessiert habe und ja, für den Motorsport halt auch. Also Elias steht auf Motoren, steht auf Ski, das heisst, irgendwann wirst du mal Ski mit Motorradtreiber Who knows? Wir haben noch eine dritte These. Schön zum Abschluss. Folgendes, wo man über das Freeski und Freestyle allgemein sagt. Freestyle ist mehr Show als Sport. Ist das so? Da wiederhole ich mich gerne die Wörter von meinem Papa. Er sagt immer, ja, der Sport ist etwa 30% Sportler und 70% Showman. Ah, oh, wirklich? Okay. Und das ist auch ein bisschen so. Wir machen gerne Show und ja. Also auf die 70% Show freue ich mich schon beim Freestyle. Ob die 30% Sport auch mitbringst, komm, jetzt verbinden wir das wieder. Sport und Show. Jetzt kannst du hier bei uns in der Sportshow den Beweis erbringen, ist der Elias Ambühl wirklich fit. Ein Salto für uns, da brauchst du das Mikrofon nicht. Ein Salto? Ein Salto, hinterste Salto da bei uns. Ich werde langsam alt, da kriege ich runter. Ja, komm jetzt. Also, ein bisschen einwärmen. Zeig mal. Ja, einfach mal und hopp. Ja, grossartig. Grossartig. Danke vielmals. Also, fit definitiv. Ja, und was haben wir da noch? So. Bei mir klappt das nicht, aber... Es müsste halt Rappel sein, verleiht Flügel. Dann mache ich das nächste Woche vielleicht auch wieder. Job, gut. Es braucht ein bisschen anders, genau. Kommen wir jetzt zum freestyle.ch und bleiben somit eigentlich auch gerade bei der Show. Und zwar ist es am 27. und 28. September wieder soweit. Freestyle.ch, alle Freestyle-Fans auf der Landewiese versammelt. Sie werden jubeln und fanen. Und wir wollen euch auch kurz sagen, was da alle zusammen erwartet. Gibt es etwas zum Geniessen? Nicht das andere habe ich nicht machen dürfen, ich muss ein bisschen gegensteuern. Ja. Das ist schon immer ein riesiges Fest, das hier herrscht. Eine unglaubliche Community, die zusammenkommt. Also Elias, für dich ein Highlight im Jahr? Oder es, ich muss es machen, weil es ist in der Schweiz? Nein, das ist ein riesen Highlight. Ich meine, dass man so einen grossen Anlass gerade vor der Haustür hat und mal den eigenen Landsleuten zeigen kann, was man kann, das ist der Hammer. Und ich freue mich jedes Jahr drauf. Und es ist halt noch quasi im Sommer. Und man kann in den kurzen Hosen kommen und sieht Snowboard und Skifahrer. Und ja, das ist der Hammer. Ja. Mit welchem Ziel geht man da an? Also, wenn wir jetzt vorstellen, die ersten Plätze, die hast du schon belegt, ob jetzt im Freeski-Contest, in der Crossover-Session, geht es eben für dich gar nicht darum, da Number One zu sein, sondern eben wirklich, die hey mit den Kollegen eine riesen Freestyle-Party zu machen. Ja, nein, es geht schon noch darum, zum Number One zu sein, aber im Endeffekt geht es darum, für die Crowd eine geile Show zu machen, weil es ist halt daheim und es ist jetzt da nicht so schlimm, wenn es jetzt mal halt ein vierter Platz ist. Aber wenn solange man eine coole Show gemacht hat und alle sind zufrieden, dann kann man auch mit einem Smile heimgehen. Eben, ist man gleich der Held und die Groupies sind dann gleich noch da. Also, wir haben die Auswertung von der User-Umfrage, ob sie denken, du gewinnst am freestyle.ch deine Kategorie, deine Disziplin. Jetzt wollen wir schnell reinschauen, was haben sie da abgestimmt? Ja, schauen Sie mal. 83% und ein bisschen mehr sagen ja, auf jeden Fall. Und es werden die gleich viel unterstützen, wenn jetzt da niemand das angeklickt hat. Schau, jetzt haben wir noch etwas ganz Spezielles für dich. Nicht nur von mir kommen die Fragen, nein, auch jemand anderes. Sehr bekannt aus der Freestyle-Szene hat einen Gruß für den Elias Ambühl. Jo Elias, in 10 Tagen sehen wir uns schon am freestyle.ch und ich bin gespannt, was du dir dieses Jahr für die Style-Session überlegt hast. Und ich freue mich, von dir einer von den ersten Tribble in Zürich zu sehen. Weil in Down Under hat der ja schon gut geklappt. Also, wir sehen uns in 10 Tagen am freestyle.ch. Ah, yes, der Can. Yes, man. Ja, der Can, oder? Ja. Diese Legende. Ja. Hat es gesagt, der Tribble Down Under, vielleicht für all die, die es nicht wissen, was erwartet uns da? Schwierig zu sagen.
ich bin jetzt eben gerade in Australien gsi und habe dort ein gutes Sommertraining absolvieren und habe dort ein Triple können stehen und jetzt mal schauen, was die Erwartungen sind. Wir sehen Zürich, da sogar. Das einzige Problem halt eben ist, dass Zürich der Sprung halb so groß ist wie der und da fliegst du etwa 4 Sekunden durch die Luft und in Zürich etwa 2 und dann wird es langsam knapp mit der Zeit, aber es ist ein riesiger Traum von mir, um den Sprung mal probieren in Zürich und mal schauen, was es da so wird. Einfach das Rezept von meiner Seite, doppelt schnell den Trick machen und dann lange da 2 Sekunden. Ich kann das sonst auch noch dösen, oder? Ja. Nein, sag ich. Also, gut, das wartet auf uns. Da freuen wir uns natürlich auf jeden Fall drauf. Wir wollen aber auch diesen Moment jetzt festhalten, Elias, mit unserem Selfie. Schau, das machen wir jedes Mal. Du wirst verewigt. Super. Bei der Sportshow. Was? Ganz ernst? Gut, oder? Ernst hast du reingeschaut? Extrem ernst. Schau, von Breaking Bad zu Bad Boys. Schau dir mal das an. Grossartig. Ich weiss nicht, von wem ich mehr Angst hätte. Aber gut, Elias, jetzt abschließend da in deine Kamera. Sag uns, warum ist man am 27. 28. auf der Landewiese beim Elias beim Freestyle.ch? Ja, es ist einfach coole Leute, mega Party und just fun. Just fun. Okay, Elias, danke vielmals. Good show. Danke vielmals. Dir viel Erfolg, viel Glück. Und für alle die hey, nicht vergessen, jetzt der 360-Player. Ab 8:30 geht's los mit Champions League. Da haben wir zum einen Bayern gegen Manchester City und natürlich auch noch AS Roma gegen ZSKA Moskau. Fußball, König Fußball. Und nächste Woche dann wieder mit dem Stefan Eckli. Alles Gute, macht's gut. Tschüss zusammen. Alpha. The Sport Show on Sportal HD, presented by Samsung Galaxy Alpha.